So, willkommen zu einer neuen Folge auf dem Kanal Ramses der Dicke. Ich habe Kohldampf, es ist abends, bei mir gibt es jetzt Abendbrot. Und ihr wisst, ich esse immer sehr gerne diese Samyang-Nudeln. Das hier sind die Samyang Buldak Cheese, das sind eigentlich meine absoluten Lieblingsnudeln. Dann kamen natürlich die Quattro Cheese raus, die fand ich auch absolut genial. Trotzdem sind das, glaube ich, immer noch meine Lieblingsnudeln, weil da kommt man noch besser ran als an die Quattro Cheese. Jetzt habe ich ja so einen Trick gehabt, wenn ich immer versucht habe, die zu verbrauchen, weil ihr mir ganz verrückt lauter Fanpost geschickt habt, kartonweise Samyang-Nudeln. Ich musste die verbrauchen, ich musste viel davon essen. Ich habe mir dann immer zwei Packungen mit einmal gemacht, habe dann immer mal Salat auch gleichzeitig dazu gemacht, einen Topf Samyang und noch einen halben Salat rein, den guten Popsalat, einmal Krautsalat, einmal Gurkensalat, die Videos sind online. Und einen habe ich gesehen, den fand ich sogar noch besser, auch von Pop, Walter Pops Coleslaw Salat. Und der hat mir am allerbesten geschmeckt, den fand ich am passendsten dazu. Deswegen habe ich immer, wenn ich dann was gegessen habe, mir zwei Packungen Samyang gemacht mit einer Packung Coleslaw von Walter Pops. Und damit ihr wisst, wie der aussieht, habe ich mir jetzt nochmal eine Packung besorgt. Möchte ihr auch mal aufmachen. Feiner Coleslaw-Salat, amerikanischer Art, mit deutschem Kohl. Wenn du den aufmachst und hier reinguckst, siehst du schon, da ist lauter Krautsalat, aber nicht in Essig, sondern eher in so einer sahnigen Soße. Und auch Möhrchen dabei, Möhrenstreifen. Ich mache mir jetzt die Samyang, zwei Packungen plus die Hälfte von dieser Packung. Und das alles in eine Schüssel, esst das zusammen, dann habt ihr eine scharfe Käse-Nudelnote mit gleichzeitig frischen Aspekten von diesem Coleslaw-Salat, was einfach wunderbar funktioniert, harmoniert und ich bestimmt schon 10.000 Portionen gegessen habe, weil ich es so genial finde. Hier steht jetzt, was das ist. Krautsalat nach amerikanischer Art mit Karotten, Sellerie und Äpfeln. Karotten, Sellerie, Äpfel sind da drin. Jetzt aber erstmal die Nudeln machen. So, wir haben das jetzt hier mal zurecht gemacht. Die Nudeln schon mal in den Topf. Und normalerweise haben wir dem Adi ja immer ein paar Nudeln zum Probieren gegeben. Das wollen wir auch hier mal machen. Mal gucken, ob er die immer noch isst. Damals war er nämlich ein kleiner Samyang-Feinschmecker. Jetzt habe ich nicht mehr meinen Wasserkocher. Jetzt haben wir diesen Wasserkocher, der hier gar nicht abgeht. Schmeißen das jetzt auch mal hier rein auf die Nudeln. Wir müssen irgendwie ein bisschen wechseln zwischen draußen und drin. Eigentlich wollte ich das draußen machen, aber damit ihr die Zubereitung trotzdem seht, den Schritt mit dem Wasserkocher. Ich mache mir ja immer 1 Liter Wasser. Tu das im Wasserkocher aufköcheln, schmeiß das auf die zwei Nudelnetze. Lass das dann ganz kurz ziehen, bis das ein bisschen weich wird, aber immer noch schön bissfest ist. Dann abtropfen lassen. Und dann nehmen wir alles raus und draußen machen wir dann die Soße drauf. So, jetzt sind wir wieder hier angekommen mit unserer Schüssel, die ich mir damals extra geholt habe, dass man das besser sehen kann, weil das einfach richtig genial aussieht. In der Schüssel haben zwei Soßentütchen, die wir jetzt hier drüber machen. Ich mache das mal ein bisschen hier vor, dass ihr das besser seht. Das habe ich sonst, glaube ich, auch immer in der Küche gemacht, dass man in der Küche genau gesehen hat. Habe ich die Kamera aufgestellt, also in der alten Küche bei mir. Jetzt hier ist halt alles anders. Musst du dich ein bisschen dran gewöhnen. Ich hätte am besten auch mal gucken sollen, wie lange diese Packungen überhaupt haltbar waren. Hier steht 15. April 23. Jetzt werden einige sagen, was, das ist schon über die Zeit, das ist abgelaufen. Aber ich denke mir so, hä? Das ist ja noch vor kurzem erst gewesen und das überrascht mich, weil ich schon andere Packungen gefunden habe. Die sind gefühlt schon ein halbes Jahr abgelaufen, manche schon ein Jahr abgelaufen, weil immer wieder neue dazu kamen. Man hat die dann alle umgeräumt, welche dahin und dann hast du gar nicht mehr durchgeblickt. Überrascht mich also, dass sie jetzt vor kurzem sogar noch aktuell und frisch war. So, hier haben wir jetzt die Soße drin. Da kommt jetzt noch das Käsepulver drauf. Auch wieder zwei Tütchen. Da wird das Ganze auch ein bisschen trockener. Machen wir mal hier so. Es riecht auch schon richtig käsig. Ich freue mich immer wieder, wenn die Leute sagen, wir haben Samyang-Nudeln gesehen, die isst du doch immer so gern. Bei uns gibt es die auch, wir haben da so einen Laden. Und dann schlägt die Freude um in Ärger, weil jeder hat gefühlt irgendeinen Asia-Laden, bei dem man Samyang-Nudeln kaufen kann. Und wir haben einfach keinen, ich muss sie immer im Internet bestellen. Das ist jetzt der Coleslaw. Aber erstmal möchte ich das ein bisschen rummachen.
damit die scharfe Soße sich auch verteilt bei den Nudeln. Also hier bisschen rummachen. Eigentlich esse ich das immer aus dem Topf, weil du den Topf richtig gut sauber machen kannst. Da bleibt nichts dran hängen. Nehmt niemals Plastikteller. Plastikteller färben sich komplett rot und die kriegst du gefühlt nie wieder sauber. So, jetzt ist das hier ungefähr ein bisschen rumgemacht. Die schmecken so schon wunderbar. Ich möchte euch aber jetzt zeigen, wie ich das in letzter Zeit mache. Zwei Packungen Samyang und dann die Hälfte von dem Coleslaw hier drauf. Das ist ungefähr das und das. Und jetzt kann ich mir, wenn ich mir den nächsten Tag wieder zweimal Samyang mache, die andere Hälfte von dem Coleslaw drauf machen und habe zwei richtig geniale Mahlzeiten, die für die meisten wahrscheinlich zu viel ist, was auch ordentlich fett macht, vor allem weil die Nudeln ja immer frittiert sind so ein bisschen irgendwie. Habe ich jetzt aber hier diesen Sahneüberzug auf den Samyang-Nudeln. Mild, cremig, lecker, amerikanisch. Und das wird jetzt auf jeden Fall gegessen, gespeist. Ich kann ja die Kamera einfach mal so lassen. Jetzt habe ich hier unten drunter die warmen Nudeln. Obendrauf den kalten Coleslaw. Und insgesamt ist das einfach die beste Kombination, die ich kenne. Mmh. Das ist so genial. Ich habe noch nie so einen genialen Geschmack gehabt, bis ich das gefunden habe mit den Samyang Coleslaw Nudeln, wenn man die so nennen wollen. Ich würde jetzt gerne die ganze Packung hier essen im Video, aber es dauert vielleicht zu lang. Beziehungsweise könnte ich euch das hier als Zeitraffer vielleicht reinmachen. Ich sage jetzt schon mal Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Akku ist auch gleich leer. Vielleicht schaffen wir es noch. Habt ihr auch schon mal Coleslaw gegessen zu den Samyang? Schreibt es mal in die Kommentare. Jetzt kommt plötzlich Schluck auf. Die sind natürlich immer noch scharf. Also wundert euch nicht. Normalerweise esse ich mir, lasse ich mir auch immer Zeit beim Essen. Jetzt wollte ich das schnell im Zeitraffer essen. Aber ihr merkt schon, die Schärfe kommt durch. Den Rest werde ich jetzt gemütlich essen. Und bis hierhin haben wir es geschafft. Jetzt Schluck auf, vielleicht auch vom Schnellessen. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.